Hyperhidrose ist eigentlich ein griechisches Wort und bedeutet übermäßig erhöhte Schweißproduktion. Die Merkmale sind eigentlich die erhöhte Schweißproduktion, irgendwelche Region der Körper oder der ganze Körper. Manchmal kann eben gewisser Typ auf Schweißproduktion eben Rötungen auf diese Körperregion auftreten. Die meistpopuläre Region ist in Schweißen eigentlich in die Hände und die Füße. Die repräsentieren ca. 50% der Fälle. Dann auf dem zweiten Platz mit 40% stehen die Achseln und mit 10% die generalisierte Form, wenn der ganze Körper in Schweiß badet. Die Schwitzen ist weiterhin ein Tabuthema in der Gesellschaft, weil viele Leute wissen nicht, dass es behandelbar ist oder schämen sich für eine Behandlung gehen oder schämen sich davon, dass die Leute merken, dass sie schwitzen. Das kann ein großes Problem sein in Partnerschaft oder Arbeit. Die primäre Hyperhidrose ist eigentlich die mitgeborene oder sehr früh angefangene Schweißerkrankung. Und in diesem Fall, wir haben keine Ahnung, was das verursacht. Irgendwelche genetische Ursache ist möglich, aber wir wissen das noch nicht. Bei den sogenannten Sekundären, dann haben wir eine Grundursache, eine Krankheit, eine neurologische, eine psychologische oder andere Ursache dazu. Es gibt drei Schweregrade eigentlich und die erste ist nur noch eine leichte Erhöhung von der Hautfeuchtigkeit und wenn man sieht auf die Kleider, dann maximum 5 oder 10 cm Diameter Flecke repräsentieren. Bei dem Mittelgrad, dann ist das Schweißperlenbildung und dann kommt die Flecke auf den Kleidungen zwischen 10 bis 20 cm und in den schlimmsten Form, die meist intensive, dann haben wir größer als 30 cm und das ist praktisch kontinuierlich fließende Schweißproduktion. Die üblichsten Behandlungsmethoden für Schwitzen sind die angefangen mit den einfachsten, die lokale Behandlungen, topische Behandlungen, zum Beispiel mit Aluminiumchlorid. Dann können wir die Nerven blockieren mit Botulinumtoxin. Dann gibt es unterschiedliche chirurgische Behandlungsmethoden, wie Entfernung der ganzen Drüsen oder Zerstörung der Drüsen mit Ultraschall oder Laser und eben ganz komplizierte chirurgische Methoden. Der Ultraschall-Eingriff ist eine minimale invasive Methode. Das bedeutet, dass in Lokalbetäubung, wir machen einen kleinen Loch in den Axilla zum Beispiel, dann führen wir eine Metallsonde, die 2 mm dick ist und der Kopf dieser Sonde ist ein Ultraschall-Vibrator eigentlich und mit Hilfe von dieser 300.000 pro Minute Vibration, wir zerstören die Schweißdrüsen. Die Ultraschallbehandlung, abgesehen von der Lokalbetäubung, ist eigentlich schmerzfrei. Was wichtig ist für uns, dass wir haben 70-80% Effektivität. Und das ist auch der wichtigste Punkt für die Patienten. Übermäßige Schwitzen kann wirklich gesundheitliche und psychologische Probleme, eben soziale oder ökonomische Probleme verursachen. Und wenn die Menge der Schwitzen ist sehr groß, kann man sehr viel Salze zum Beispiel verlieren und das hat gesundheitliche Konsequenzen. Oder wenn man isoliert sich wegen der Schwitzen in der Gesellschaft, kann man eben Depressionen oder andere psychische Störungen bekommen.